Schwierige Platzverhältnisse für beide Teams am Freitagabend in der Memminger Arena. Fußball gespielt wurde trotzdem und der Auftakt der Partie gehörte zunächst den Gästen aus Augsburg. Erster guter Angriff in der vierten Spielminute, kein Problem aber für Kirchenmeier im Tor des FC Memmingen. Augsburg deutlich besser im Spiel, immer wieder agierten sie schnell über ihre rechte Angriffsseite. So auch in Minute 10, die Abwehr der Gastgeber orientiert sich nur am Ball, Marco Tiede nutzt den Freiraum und verwandelt zum 0:1 für die Fuggerstädter. Zwei Minuten später Eckball für Memmingen. Der FC Augsburg kann zunächst klären, die Sache scheint schon fast erledigt, da köpft Florian Makuru den Ball zurück vors Tor und Thomas Tönnesen gleicht aus 1:1. Es dauerte aber noch eine ganze Weile, bis der FC Memmingen die Gäste besser in den Griff bekam. Ecke und Kopfball von Matthias Strohmeier, das war's dann auch erstmal mit der Dominanz der Augsburger. 15. Spielminute, die Gastgeber im Vorwärtsgang. Schön gespielt, toller Angriff, Kevin Röß mit Pech im Abschluss. Memmingen agierte jetzt druckvoll. Freistoß schnell ausgeführt, doch Sebastian Bonfert kommt einen Schritt zu spät. Dann mal wieder Augsburg, wieder über rechts, schöne Möglichkeit. Mal was fürs Auge in einem insgesamt kampfbetonten Spiel. Nach 35 Minuten die Fuggerstädter mit einer weiteren Attacke über die rechte Seite. Toller Kopfball von Maximilian Löw, Glück für Memmingen. Isat Karic reagierte nach 39 Minuten und brachte Steffen Friedrich für den angeschlagenen 19-jährigen Ümit Sönmez. Der agierte gegen die starke rechte Angriffsseite der Gäste oft unglücklich. Ich möchte nicht sagen, ich befordert ihn, nehme ihn in Schutz. Das junge Bursche wollte unbedingt gegen seinen ehemaligen Verein zu spielen. Aber er hat eine schwere Prellung gehabt in Würzburg vor einer Woche. Hat gestern signalisiert, dass bei ihm geht und ich habe mir Vertrauen auf seine Aussage. Aber man hat schon gemerkt nach kurzer Zeit, dass das hat einfach läuferische Probleme, das hat mit Fußprobleme und das war nicht jetzt aus irgendwo anderen Grund, sondern einfach aus diesem Grund, weil er war wirklich nicht fit für dieses Spiel. Kurz vor der Pause wurde es dann nochmal gefährlich. Kapitän Holzapfel mit dem Freistoß, Matthias Bader verpasst den Ball nur knapp. Mit viel Schwung startete der FC Memmingen dann in Hälfte 2. 51 Minuten gespielt, wieder Freistoß Holzapfel, der muss eigentlich drin sein. Stark reagiert von Kriegelmeier im Tor der Gäste. 57. Minute. Plötzlich 4 Memminger gegen 3 Augsburger. Super Pass in den Lauf von Kevin Ruiz und der macht das 2:1, verdient zu diesem Zeitpunkt. Noch gab der FC Augsburg aber nicht auf. 60 Minuten vorbei, Memmingen im Glück. Und das blieb ihnen auch weiterhin hold. Gepennt in der Abwehr, doch Augsburg kann die Chance nicht nutzen. So blieb es am Ende beim 2:1 und damit bei 3 wichtigen Punkten für den FC Memmingen. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil wir haben ein ganz schweres Spiel Dienstag gehabt zu Hause, wo wir haben gewonnen, dass die Jungs vielleicht mit den Kräften sind am Ende, aber sie haben heute wirklich sehr gut bis zum 90 Minuten oder 94 Minuten durchgezogen und auch immer wieder gesucht nach vorne Spiel. Unglücklich ein paar Situationen hätte man vielleicht auch 3:1 frei gemacht, aber insgesamt war es eine gute Leistung für die Mannschaft. Ja, schauen Sie sich die Bodenverhältnisse an, dann wissen Sie, dass das für eine Mannschaft, die Fußball spielen will, Gift ist. Ja, wir wollen und werden das auch weiterhin so durchführen, dass wir Fußball spielen. Ich denke, wir haben das Spiel unverdient verloren, ja, weil wir mehr wie ebenbürtig waren. Ich denke, wir waren fußballisch eindeutig die bessere Mannschaft. Allerdings entscheiden nochmal Tore das Spiel und das haben wir 1:1 gemacht. Zugegeben, der Rasen war nicht im besten Zustand. Doch das galt schließlich für beide Mannschaften. So ist der Sieg für Memmingen am Ende verdient und der FC bleibt vor eigenem Publikum im Jahr 2013 weiterhin ungeschlagen.